Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen 90er-Video. Ich denke immer, nee, hast du doch gerade erst gedreht. Aber gar nicht wahr. Mein letztes 90er-Video war aus Mai. Juni. Ich wollte gerade aufzählen, wie viele Monate das sind. Das ist nur einer. Okay, wir haben aber auch schon den 8. Juli. Also Juni und bisschen Juli. Ja. Naja, also ich habe ein bisschen was eingekauft. Vielleicht habe ich auch ein bisschen sehr viel eingekauft. Ich habe auch schon viel davon schon gelesen. Ich zeige euch jetzt erstmal die, die ich schon gelesen habe, weil ich die nämlich gerade noch hier stehen habe vom Lesemonat, weil ich den auch gerade gedreht habe. Ich weiß nicht, welches Video zuerst kommt. Wahrscheinlich der Lesemonat. Und zwar zum einmal hier Schwestern für einen Sommer. Das habe ich als Leseexemplar aus dem Thalia mitgenommen. Ja. Wie gesagt, im Urlaub habe ich das jetzt gerade gelesen, dann guckt auf meinem Lesemonat vorbei. Wenn ihr wissen wollt, wenn ihr nähere Infos dazu haben wollt, auf jeden Fall geht es hier um zwei Schwestern, die für einen Sommer zusammen in einem Haus bleiben müssen, weil sie das früher immer gemacht haben, jetzt aber seit Jahren schon nicht mehr miteinander gesprochen haben. Aber ihre Großmutter stirbt und die schreibt in ihr Testament, sie müssen jetzt noch einen Sommer zusammen verbringen. Ja, fand ich sehr gut. Dann habe ich, die habe ich auch zusammen gekauft tatsächlich. Ja, das war auch angekündigt. Ich habe in der Insta-Story gesagt, ich fahre zu Thalia und brauche Save You. Und ja, und dann haben sie mir schon gesagt, sie wollten mir eigentlich schon eins zurücklegen, aber sie haben kein perfektes gefunden, ich muss selber suchen. Also kein perfektes ohne irgendwelche Macken drin. Ja, ich habe Save You gekauft. Ich habe dann eins gefunden, was wirklich ziemlich mackenfrei war. Aber ich habe selber eine Macke reingemacht. Hier ist irgendwie so eine umgeknickte Seite, aber soll ich machen. Ich fand den jetzt noch ein bisschen schlechter als den ersten. Ich mochte den ersten ja auch schon nicht so super gerne. Ich habe dem ersten 3 Sterne gegeben. Dem habe ich nur 2 Sterne gegeben, weil mich Ruby hier ein bisschen genervt hat. Aber ja, der ist auch neu bei mir eingezogen. Dann habe ich Selbstbewusst ist das neue Sexy von Verena Prechtl und Sophia Fasnacht. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja. Das sind die zwei Bloggerinnen von dem Blog The Skinny and the Curvy One. Und ich folge der Verena und deswegen habe ich das mitbekommen, dass sie ein Buch geschrieben haben und veröffentlicht haben. Und ich wollte das gerne lesen, weil ich sie sehr gerne mag und sie großartig finde, wie sie auch so mit ihrem Gewicht umgeht. Das ist halt nicht selbstverständlich. Sie geht auch selbstverständlich im Bikini raus, obwohl sie halt ziemlich übergewichtig ist. Und das finde ich großartig, weil jeder darf im Bikini rausgehen. Und ich finde es immer schrecklich, wenn Leute dann darüber reden. Also wirklich. Also die sollen, darf sich das nicht leisten, im Bikini rauszugehen. Ich meine, ich mache es persönlich selber auch nicht. Habe auch immer Badeanzug an, aber wenn es jemand macht, dann go for it. Jeder sollte das tun, wenn er sich danach fühlt. So. Ja. Und egal, wie viele Speckrollen da rausgucken. Ja, und ich fand das großartig. Da standen so viele schlaue Sachen drin. Und ich wirklich. Sie waren auch so ein bisschen kritisch mit dem Body Positivity. Ich sag jetzt halt gerade das doppelt, weil ich das im Lesemonat schon gesagt habe. Aber naja. Weil sie halt wissen, dass man nicht schnipsen kann und auf einmal liebt man sich komplett selber. Das ist ein Prozess, der erfolgen muss. Also über langsame Schritte. Man kann nicht einfach sagen, okay, ich liebe mich selber und auf einmal liebe ich mich selber und gestern habe ich mich noch gehasst. Es funktioniert so einfach nicht. Und ich finde, sie geben schon hilfreiche Tipps, wie man so ein bisschen auf den richtigen Weg kommt. Und ja, ich mochte das sehr gerne. So, zu dem letzten Gelesenen, zu dem Rest der Bücher kann ich euch dann wie immer nichts erzählen, weil ich ja keine Klappendeckel lese. Und zwar habe ich Für immer zuckerfrei von Anastasia Zambonidis gelesen und das mochte ich auch sehr gerne. Ich finde es zwar für mich persönlich nicht so alltagstauglich, weil wirklich schon viel verboten ist. Kalte Getränke zum Beispiel. Also da stand drin, sie wärmt immer ihr Wasser auf, bevor sie es trinkt, weil der Körper zu viel Energie verbrauchen würde, um das kalte Wasser aufzuwärmen. Aber ich mag manchmal eine kalte Cola zum Beispiel trinken, obwohl Cola ist ja auch
Ich mochte es aber sehr gerne. Sie hatten wirklich super Schreibstil gehabt und ich, wenn man sich so gar nicht für ihr Leben interessiert, ist es vielleicht nicht das Richtige und nur dieser Zuckeraspekt, weil man, es ist schon ein bisschen biografisch, aber ich meine, es ist einem schon klar. Ich meine, sie ist vorne drauf, ne? Es ist jetzt nicht nur, dass es irgendwie nur um das Zuckerding geht. Also, deswegen, ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Das habe ich gerade erst gestern gekauft. Und zwar The Ivy Years von Serena Bowen. Und das ist der zweite Teil. Den ersten habe ich da ja schon stehen. Vom ersten war ich nicht so krass begeistert. Ich glaube, ich habe ihm 3 oder 4 Sterne gegeben. Ich glaube sogar nur 3. Ich fand es eine schöne Story, aber irgendwie, es hat mich nicht umgehauen. Das war für mich jetzt nichts Besonderes. Und ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Ah, hier geht es um Bridger. Das ist der Kumpel von dem anderen. Der erste Band ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wer das genau ist. Aber ich meine, Bridger ist doch der beste Kumpel von... Wie hieß der andere denn? Es war nicht Hartley. Weil Hartley war das Mädchen, ne? Oder doch, es war Hartley. Und Hartley war in einem anderen Buch, in Paper Passion, das Mädchen. Und deswegen war ich verwirrt, ne? Ich glaube, so war es nämlich. Weil er heißt mit Nachnamen so und wird so genannt. Ich finde aber, wie gesagt, wie beim ersten schon, finde ich die Cover super. Auf jeden Fall geht es noch um Bridger. Und ich fand Bridger super witzig. Also, ich glaube zumindest, dass es der erste, der dich witzig fand. Gedächtnis. Ja. Dann habe ich gekauft und habe ich gestern auch schon angefangen. Deswegen ist hier ein Gummi drum. Letztendlich sind wir dem Universum egal. Weil ich da nämlich ins Kino gehen möchte. Und deswegen habe ich gesagt, ich müsste es jetzt noch schnell lesen. Ja, wir haben nämlich drüber gesprochen, dass wir in Love, Simon gehen wollen. Und dann, ich weiß gar nicht, wer es war, aber noch jemand hat in die Gruppe geschrieben, dass sie da auch reingehen will. Und dann haben wir auch gesagt, ja, geh mal rein. Ich meine nur so, ich habe das Buch nicht gelesen. Ja, meine Freundin meinte dann so, doch, sie hat es gelesen und fand es super. Also versuche es jetzt zu lesen, auch bevor wir ins Kino gehen. Wir gehen jetzt nächste Woche. Also wir mit Sonntag in 3 Tagen gehen wir in Love, Simon in Englisch. Ich hätte auch Nein sagen können. Ich hätte gesagt, nee, ich will unbedingt Deutsch. Aber ich wollte dann auch nicht so blöd sein. Und ich hoffe, ich verstehe es. Ihr wisst ja, wie es mit mir und Englisch lesen ist. Ne? Ich sage euch mal so, ich habe immer noch nicht weitergelesen. Da drüben, der Stapel, das sind meine 2 Bücher, die ich auf Englisch lese. Und oben drauf ist der Kindle. Das, da unten ist Watermelon, da drüber ist Murder in the Orient Express und da drüber liegt nur mein Kindle. Das sind meine 2 englischen Bücher und die liegen da immer noch quasi ungelesen. Und in einem habe ich 10 Seiten gelesen und in den anderen glaube ich 20. Ich will es aber unbedingt weitermachen und ihr habt mir ja auch gesagt, bleib dran mit dem Englisch lesen. Ich versuch's. Ich verstehe ja auch eigentlich Englisch, führe ja auch teilweise Elterngespräche auf Englisch. Aber irgendwie ist das schwierig manchmal. Also, weil ich wirklich nicht alles verstehe. Es ergibt sich halt so viel so sinngemäß. Ich kann mich mit Händen und Füßen schon irgendwie verständigen, aber es ist jetzt wirklich nicht so gut, dass ich ein komplettes Buch ohne zu googeln auf Englisch lesen könnte. Deswegen. Ich hoffe aber, dass das irgendwann wird. Also, ich hoffe, wenn ich das mal durchziehe und wirklich weiter auf Englisch lese, dass es dann einfach besser wird. Ja. Dann habe ich auch noch gestern gekauft. Hier ist auch noch ein Sticker drauf. Ihr wisst, Sticker. Nein, keine Sticker. Warte, ich mach den gerade mal ab. Wir wollen keine Sticker. Bei letztendlich sind wir dem Universum egal. Fand ich den Sticker aber so hübsch, dass ich ihn abgemacht habe und einfach in die Innenseite geklebt habe. Das ist die Info, wann der ins Kino kommt. Und da war halt auch das Cover so von dem Kinotitel. Und das fand ich ganz hübsch und das habe ich halt innen rein. So. Paper Paradise. Ich habe das nicht gefunden. Ich bin so durch den Thalia gestiefelt. Und ich habe halt noch auch keinen gesehen, den ich kannte. Also ich kenne mittlerweile alle Leute, die da arbeiten, aber nicht die 2, mit denen ich mal quatsche. Und dann habe ich als gesucht und gesucht und ich gesagt, das ist nicht da. Und dann stand ich da so und dann hörte ich aber die große Tür, wenn die hinten von den Büros kommen. Dann habe ich mich rumgedreht und ich sage, ist das meine Freundin? Und dann kam sie und habe ich so gemeint, ihr habt das Buch nicht da. Und dann meinte sie so, doch. Ich habe das erst verräumt und dann hat sie es mir gegeben. Ja. Beziehungsweise sie wollte es mir geben und meinte, oh, nee, du willst jetzt einfach gucken. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt alle Bücher so krass die Macken haben. Ich habe ein gutes gefunden. Hier geht es ja jetzt weiter von dem 4. Teil. Weil der eine war ja nur 3,5, der andere war ja dann der 4.
Und das ist jetzt der fünfte und ja, vierte und fünfte gehören zusammen. Und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil das hat ja sehr schockierend geendet. Obwohl ich ja da irgendwie gerade nicht so... Ich hatte ja eine kleine Leseflaute, würde ich mal sagen. Mich haben Bücher da gerade nicht so begeistert. Und auch bei dem Ende war ich dann so... Das ist ganz schön schlimm, aber... Ich kann noch warten bis zum Teil. Ja. Deswegen hier freue ich mich auch sehr drauf. Aber ich muss jetzt erstmal letztendlich sind wir dem Universum egal lesen. Und dann lese ich das wahrscheinlich. Ja. Dann habe ich hier zwei Bücher. Die sind signiert. Und zwar war die Autorin nämlich im Thalia. Und ja, und dann haben mir meine zwei Freundinnen aus dem Thalia mir geschrieben, ob sie mir das signieren lassen sollen. Und dann habe ich so gesagt, ja. Ich habe da halt selber gar nicht dran gedacht, ne? Die eine meinte dann auch so, ja, fällt dir aber früh ein, Jasmin. Und dann meinte ich so, ich habe nie an die Möglichkeit halt gedacht, ja, weil ich also das Buch, das ist halt schon, also ich habe das schon öfter gesehen und die, die es gelesen haben, fanden es sehr gut und deswegen, ich hätte es wahrscheinlich gelesen, wäre ich zur Lesung da gewesen, aber ich wusste, da bin ich im Urlaub und deswegen habe ich mich jetzt nicht bemüht, dass ich mir das Buch hole und es vorher noch lese, bevor die Lesung ist. Ja, und zwar, ich weiß gar nicht, was das erste und was das zweite ist, auf jeden Fall Band 1 und Band 2. Guck, die passen auch so zusammen. Isara, ich glaube, das ist das erste. Meine ich. Oder das? Das ist das erste. Ja. Das ist eins, das ist zwei. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich weiß, es ist Fantasy im Meer, aber auch nicht. Die, ich hatte auch gesehen, die Ava Reed, die hat ja ein, so Empfehlungstisch, wie ich es bei mir im Tally habe, hat die es in Frankfurt im Hugendubel. Also ich habe den noch nie live gesehen, ich habe den aber in ihrer Story gesehen und habe ich gesehen, da hat sie auch die, also das ist eins jedenfalls. Auf jeden Fall habe ich das auf diesem Stapel auch gesehen und dachte mir so, ja, die findet es wohl auch gut. Ich muss das lesen und ich freue mich sehr. Ja. Und sie haben mir schon geschrieben, während ich da ja im Urlaub war. Und ich hatte da ja keinen Empfang und dann haben die mich gefragt und dann meinte ich so, ja, ja, unbedingt, unbedingt. Und dann ging meine Nachricht als nicht raus. Ich habe auch eine Karte noch, da steht auch mein Name drauf. Ich sollte euch die Signatur vielleicht einfach mal zeigen. Das kann ich auch. Hier. Da steht für Jasmin. Das ist die Karte irgendwie. Davon hatte sie mir schon ein Foto geschickt. Ein Beweis. Ich finde es mega cool. Das ist mein erstes signiertes Buch. Ja, ich habe tatsächlich noch keins. Natalia hat auch ein Gewinnspiel gemacht mit einem signierten Exemplar von Aquila von Ursula Poznanski und ich habe da einfach auch kommentiert. Aber ich glaube, sie haben mich vielleicht gar nicht gezählt. Ich habe vielleicht zu viel Connections und es wäre dann unfair bei dem Gewinnspiel. Aber ich will auch eine signierte Ausgabe von Aquila von Ursula Poznanski. Ursula Poznanski ist meine Göttin. Naja, ich habe nicht gewonnen. Hier, so, das ist das zweite Buch. Da. Ja, darüber freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ja, das habe ich auf jeden Fall alles gestern gekauft. Die paar Bücher. So, jetzt kommen wir zu einem, was etwas länger schon her ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, weil ich es nochmal gezeigt habe. Dann... Aber ich meine nicht. Einmal hier, nur drei Worte. Das ist ja das Buch zu Love, Simon, zu dem Film, wo ich ja jetzt die Woche hingehe. Und das habe ich auch schon gelesen. Das habe ich jetzt nicht am Anfang mit dazu genommen, weil das halt letzten Monat schon war. Das war im letzten Lesemonat drin. Ja, hier geht es nämlich um Simon. Und Simon hat eine Internetfreundschaft mit Blue. Und Simon steht eben auf Männer und keiner auf seiner Schule weiß das. Bis auf Blue natürlich. Und leider wird er überführt von einem Mitschüler. Also... Er lockt sich, glaube ich, im PC nicht wirklich aus und dann sieht er die Nachrichten, aber wie auch immer. Und dieser erpresst ihn dann. Und ich fand diese Geschichte wirklich wunderbar. Also ich fand es super süß. Und es war jetzt nicht so krass so... Es ist jetzt nicht immer so viele unvorhergesehene Dinge passiert, aber trotzdem war es einfach eine schöne Geschichte und einfach schön zu lesen. Ich habe dem Buch 5 Sterne gegeben. Ja. Und ich freue mich jetzt auch sehr auf den Film und ich hoffe, ich verstehe da was, ne? Wir hatten es ja eben schon mal. Dann habe ich glaube, dass ich das nämlich noch nicht gezeigt hatte. Ich weiß noch nicht, wann ich das gekauft habe, aber
Die letzten vier Bände von Orange. Ich hatte ja nur eins und zwei da und habe ich mir den Rest geholt. Ja, hier ist auch noch ein Print drinne. Muss ich mal gucken. Ich habe den fünften, habe ich nämlich schon ausgepackt gehabt, weil da ein Print drin war, den ich hier ins Regal gestellt habe. Ja, ich gucke mal, was hier jetzt für ein Print drin ist. Machen wir das mal auf. Ich habe den dritten, glaube ich, jetzt schon gelesen. Den dritten habe ich gelesen, ja. Aber ich habe danach nicht weitergemacht. Weil ich glaube, es war kurz vorm Urlaub oder so. Ja, aber ich will die auf jeden Fall dann zu Ende lesen. Aber ich bin nicht so der Manga-Leser, weil das ist mir zu teuer. Ja, hier ist noch ein Print. Und den anderen finde ich aber schöner. Ja, also wie gesagt, das ist mir einfach zu teuer, weil ich meine, ich habe sowas in einer Stunde durch und es hat einfach 8 Euro gekostet. Und dann denke ich mir so, hallo? An so einem Buch, wofür ich 10 Euro bezahle, habe ich halt wesentlich mehr. Deswegen. Aber ich mag Mangas ganz gerne. So, dann habe ich gekauft. Das war auch ein bestimmter Grund, warum ich das gekauft habe. Also einmal habe ich hier die Staubchronik. Das Buch habe ich jetzt schon sehr, sehr oft gesehen und es hat auch ein wunderschönes Cover. Und ich stand so davor und sagte so zu meiner Freundin aus dem Thalia, das ist so schön. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie zu ihnen kommt und macht eine Lesung. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich das jetzt mitnehmen. Und dann muss ich das lesen bis dahin. Also es dauert noch ein bisschen. Aber ich habe es jetzt auf jeden Fall. Und ich werde es auch lesen dann bald, damit es dann passend dafür ist. So in ein, zwei Monaten werde ich das dann lesen. Ja. Ich finde auch der Buchrücken ist mega cool gemacht. Also, so, wir kommen zum letzten Buch. Das habe ich übrigens nicht gekauft, das letzte Buch. Das habe ich auch, das ist auch ein Leseexemplar, was ich mitgenommen habe. Und zwar Ich, Eleanor Oliphant. Ja, keine Ahnung. Ich habe das auch schon mal in einem Blog, glaube ich, gezeigt. Ja. Ich habe das, glaube ich, in einem Blog, wo ich die direkt mitgenommen hatte bei Thalia, habe ich die euch schon gezeigt gehabt. Ja, aber jetzt hier nochmal offiziell. Ich muss das jetzt vor allen Dingen alles erstmal wieder wegräumen. Das wird ein Spaß gleich. Nun ja, ich bin jetzt fertig mit meinen Neuzugängen. Das war's. Es war ja auch wirklich genug. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.